ist das Ding buff. So, das war's jetzt aber. Und er hat zwei Drachenköpfe. Hoffe ich zumindest. Ich denke mal an diese Chimäre von Final Fantasy 10 auf den zwei Beinen. Bin ich froh, Greifenkopf, Stierkopf. Du hast es überlebt. Schlangenschwanz als Kopf. Habe ich genug aufgehalten? Ja, Schlangenkopf als Schwanz meine ich. Du hast das ganze Rudel abgemetzelt. Fast zumindest. Soll und Greifenkopf. Ja, ein oder Greif, zwei stehe und Mauer. Noch irgendwas, ne? Sorge. Die sind nicht weit gekommen. Ich nicht. Gut. Aber vergiss nicht, da werden noch mehr nachkommen. Irgendwann, ja. Aber jetzt ist erstmal Ruhe. Komm, wir gehen wieder rein. Zurück warten die immer so, bis wir irgendwie mit dem Reden fertig sind. Na, so, was ist noch hier los? Sid, hat man sowas schon gesehen? Ja, ich jeden Tag. Du hast da ganz normaler Montag. Alles zu Klump geschlagen. Dienstag, heute haben wir Dienstag. Die Viecher konnten einem fast leid. Und in 13 Minuten haben wir was Mittwoch. Ich eigentlich sagen will ist, danke. Dravost wird nicht vergessen, was du heute getan hast. Der Frieden wird nicht von langer Dauer sein. Die Minen sind immer noch geflutet. Was bedeutet, dass jedes Lebewesen, das sich dorthin verirrt, wieder auf euch losgehen wird? Und wenn die Flut sich ausbreitet, wird Dravost? Naja, ich fürchte, eure Tage hier sind gezählt. Das kann sein. Gehen wir einfach da rein. Wir bleiben trotzdem hier. Ätherfluten gibt es überall. Nirgendwo ist es mehr sicher. Und abgesehen davon sind wir hier zu Hause. Wir verstärken die Tore im Norden und sorgen dafür, dass sie Tag und Nacht bewacht werden. Also gut. Ich denke, dabei werden wir euch etwas helfen können. Und zu dir, Schledorn. Du hast Dravost geholfen, als es dich am dringendsten gebraucht hat. Ich danke dir. Und ich hätte mich nicht so rar machen sollen. Ich hätte mit dir reden sollen, bevor ich abgehauen bin. Ach, weißt du, selbst wenn, ich hätte dir eh nicht zugehört. Der Neid hat mich geblendet. Ich habe mich immer abgerackert und für dich war alles ein Klacks. Dein Abgang hat mir dann den perfekten Vorwand geliefert, dich zu hassen. Ich habe nie so richtig drüber nachgedacht, was passiert wäre, wenn du geblieben wärst. Aber ich glaube, du hattest vorhin recht. Du hättest hier alles ruiniert. Endlich sind wir uns mal einig. Ich wusste, dass du es irgendwann einsiehst. Du warst Davosts Rettung. Wirtschaftlich vielleicht. Ja, aber hier ist nichts mehr, wie es mal war. Unsere Schmiedekunst war mal der Stolz Dalmekias. Jetzt produzieren wir hier jeden Tag den gleichen Müll. Nur weil es schnell geht und Geld einbringt. Hier geht es keine mehr ums Handwerk. Mit dem, was die Amateure hier schmieden, würde ich niemanden an die Front schicken. Ich habe versucht, besser zu werden, die Leute zu inspirieren, aber keiner hat sich drum geschert. Jeder Chorknabe hat mehr Leidenschaft fürs Schmieden als die Knallköpfe hier. Komm zurück, Schledorn. Damit Dravost sich erinnert, was einen echten Meisterschmied ausmacht. Um mit dir wieder in einer Schmiede zu stehen, würde ich mich sogar an den Blasebalg stellen. Kein schlechtes Angebot. Ich würde gern ja sagen, aber ich fürchte, ich werde anderswo gebraucht. Ich habe Leute, die sich auf mich verlassen. Die kann ich nicht hängen lassen. Ich verstehe schon. Das heißt aber nicht, dass ich nicht zu Besuch kommen kann. Vielleicht kriegen wir deine Knallköpfe ja doch wieder auf den rechten Pfad. Das wäre schön. Sag Schnordi, er soll mich das nächste Mal reinlassen, wenn ich vor dem Tor stehe. Hätte er sowieso gemacht, wie ich den kenne. Schledorn, der Meisterschmied der Geächteten, setzt sich für Dravost ein. Dass ich den Tag mal erleben würde. Na, das lief doch nicht schlecht, oder?
Sogar besser als gedacht. Sid, ich hab hier was für dich. Oh, wieder was für mein Zimmerchen. Was ist gebrochener Amboss von Sotnanal? Noch eine Marke wieder, die ich mir anstecken kann. Gebrochene Amboss. Ein Zeichen der Dankbarkeit Dravosts. Aber ehrlich gesagt habe ich noch was viel Besseres für dich. In diesem Dorf wird seit Generationen der Entwurf für ein bestimmtes Schwert tradiert. Mal langsam, Sultan. Dieses Schwert wurde seit Jahrhunderten nicht mehr geschmiedet, weil einfach kein Schmied das Zeug dazu hat. Ja, deine Kohle macht erstklassigen Stahl und ich kann Klingen schmieden, über die selbst Odin nicht die Nase rümpfen würde. Aber die Gravuren auf dem Ding würden jeden Goldschmied ins Tollhaus bringen. Und die gehören nun mal leider dazu. Hast du schon vergessen, was dich neulich erst nach Dravost gelockt hat? Ein gewisser Ring? Ich wusste, dass ich nie so gute Waffen machen würde wie du. Deshalb habe ich mich auf andere Metallarbeiten spezialisiert. Und ich sag dir was, wenn wir beide zusammenarbeiten, stellen wir jeden Schmiedemeister in den Schatten, der je gelebt hat. Weißt du was? Ich glaube, da ist was dran. Clive, wär's dir recht, wenn Sultan mit uns ins Versteck kommt? Natürlich ist es das, solange er unser Geheimnis wahrt. Gut, Sultan, hol dein Werkzeug. Lass uns. Ich muss erst die Materialien finden, ne? Nehme ich an. So, wir sind aber immer noch nicht hier fertig. Oh, guck mal hier. Ich glaube, da wird nicht mit 2,45 Minuten Parts, sind doch schon ja zwei einstündige Parts, nehme ich an, ne? Wenn überhaupt. Warte mal hier nochmal. Ach ja, mit dem Dings hier. Hier die, wie heißen die nochmal? Joshuas Kollegen hier. Oh. Ich glaube, sie sind tot. Bin zwar kein Arzt, aber ich denke, sie sind tot. Oh. Das werdet ihr büßen. Oh mein Gott, warum hat hier eigentlich niemand was drauf, außer ich? Das waren meine Freunde. Vielleicht. Boah. Na, warte ja. Stücke hier. Weil hier so schön ist. Ja, ätherische Asche und Startseite. Was auch immer das ist. Narrengold. Das muss der Anführer sein. Das weißt du auch nicht, Clive. Okay, auch mit dem Angriff. Komm zu mir. Okay, er trägt mich so ein bisschen aus, so mit seiner Verzögerung und seinen Angriffen. Boah, eingefangen. Zurückgeworfen. Was ist das? Jetzt sehen wir. Und den hier. Und den hier. Und den hier. Oh, was? Ehrlich? Ich bin doch hier mit dem Zugang gerade. Verpiesel euch.
Aua. 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 Habe ich denn meinen Trank hier? Ach. Aua, Mann. Ich frage mich die ganze Zeit, wo ich hier Dings bekomme, ja, zur Aufladung für meine Liebenanzeige. Wegen Shivas Angriff hier die ganze Zeit. Oh mein Gott. Sehe ich noch meine Tränke zu greifen hier. Oh mein Gott, jetzt kommt er natürlich mit dem Angriff. Aber ich weiß aber, wo man Tränke farmen kann. Alter. Alter. Das ist gut. Was war hier? Wo ist denn ja? Sag, habe ich den überhaupt ja, ne? Boah. Ja, so, wo ich Tränke hier farmen kann. Ich gehe immer hier hinter East Pool. Also, da liegt immer ein Trank und ein super Trank. Eure Zeit ist vorbei. Versteht ihr es, weil sie aus der Vergangenheit kommen? Wir gehören wohl zu den Ewigen. Ewigen, genau. Weil das Maschinen aus der Vergangenheit sind. Ihr Fremder. Oh, ich dachte erst, da wäre der am Boden liegt. Wer seid ihr? Ich danke dir, Fremder. Ah, vergebt mir, Milord. Ich habe euch nicht erkannt. Ihr seid Lord Rossfield, oder nicht? Wir sind Archäologen und haben diese Städte erforscht. Als die Echos auftauchten, haben unsere Brüder sie von uns abgelenkt. Dank ihnen und dank euch haben wir zum Glück unsere Aufgabe zu Ende bringen können. Ihr nennt das Glück? Eure Brüder wären noch am Leben, wenn ihre Sicherheit Vorrang gehabt hätte. Rechtfertigt euer Auftrag ihren Tod? Wir sind hier, um Ultimas Ursprung zu erforschen. Eine Pflicht von höchster Relevanz. Ihr stimmt doch zu. Und eure toten Brüder stimmen euch auch zu? Das würden sie. Sie gaben ihr Leben für die Sache. Eine Ehre, die alle Ewigen anstreben. Und was verschafft uns die Ehre eurer Gegenwart, Milord? Cyril hat mir von eurer Arbeit erzählt. Und ich hole für ihn eure Ergebnisse ab. Verstehe, das ist zu gütig. Bitte nehmt sie und habt vielen Dank. Möge die Flamme des Phönix ewig in euch brennen, so wie in uns. Okay. Man kann sein Leben für einen anderen opfern, aber für eine Untersuchung? Truhe hab ich gesehen. Ich bringe das besser zurück zu Sylvie. Okay. Ich hab jetzt gedacht, Clive zieht erstmal sein Schwert wie bei jeder ersten Begegnung, die damit jemanden Fremden hat. Wie ist euer Name? Katsching. Ich mach mal die Tür hier auf, ne? No. Kann ich sogar hier. Abkürzung freigeschaltet. In Star Wars. So. Ich sehe gerade, ich habe so 2+-Missionen. Das heißt, ich bekomme wieder 2 Sachen für meine Abenteuer, die mich hier, wenn ich so ein bisschen verbessern, vielleicht bessere Heiltränke oder irgendwie sowas. Boah. Der eine ist ja wahrscheinlich das Schwert, ne? Schatztruhen, ja, ne? Diesen Spiel. So, hier die Mission abgeben. Ich weiß nicht, ob da immer noch irgendeine andere Mission danach offen steht. Ich glaube nicht, ne? Aber ich bin mir nicht sicher. Wo ist die Quest? Hier drin, ne? Dampf. Hey, yo. Ihr seid zurück, Milord. Ich habe die ersten. Ihr Typen seid echt krass, wisst ihr das? Hier, nehmt sie. Jetzt fass mich nicht an. Hab
Das ist so ein Bericht irgendwie. Ich gebe denen so eine Hand, wo der Bericht drin ist. Hier, das habe ich bekommen. Euer Forschungstrupp hat schwere Verluste erlitten. Vermeidbare Verluste. Hätten die Überlebenden ihre Arbeit unterbrochen, um ihre Freunde zu retten? Waren das eure Befehle? Nein. Das war ihre Entscheidung. Jeder Ewige stellt sein Leben in den Dienst des Phönix. Das ist unsere einzige Pflicht. Und sollten wir bei ihrer Erfüllung sterben, so sei es. Selbst wenn der Tod vermeidbar ist. Milord, ich fürchte, mit euch über diesen Punkt zu streiten, wäre nicht zielführend. Die Ewigen dienen dem Phönix seit zahllosen Generationen. Und eure Meinung über unsere Methoden, so ernst sie auch sein mag, wird nichts daran ändern. Wir leben, um dem Phönix zu dienen. Unser Orden wurde für diesen Zweck ins Leben gerufen. Nur zu diesem Zweck. Syrah. Ich weiß, dass ihr und eure Brüder nur auf Joshua hört. Doch erlaubt mir, euch einen Rat zu geben. Es ist der Sache des Phönix nicht dienlich, wenn seine treuen Anhänger ihr Leben ohne guten Grund opfern. Schützt eure Forscher mit Eskorten, damit sie noch lange ihre Pflichten erfüllen können. Denkt nicht nur daran, wie sie dem Phönix dienen können, sondern wie Joshua es sich von euch wünschen würde. Bitte. Für unser aller Wohl. Ich danke euch für euren Rat, Milord. Wenn ihr mir erlaubt zu antworten, unser Glaube an seine Gnaden Joshua Rossfield ist absolut. Und wir von den Ewigen werden tun, was wir für richtig halten, um unsere Pflicht ihm gegenüber zu erfüllen. Also hat er vollkommen ignoriert, was ich gesagt habe. Als erster Schild des Phönix versteht ihr sicher auch, was es heißt, seine Pflicht zu erfüllen. Das tue ich. Dann sind wir der gleiche. Dann nehmt diesen Finger und rammt ihn euch hinten ein. Gemeinsam. Vollkommen ignoriert, was ich gesagt habe, mehr oder weniger. Ne? So Passiv-Aggressivität. Yay, Stufe 42. Der Hauch des Eises. Ein Hauch von Eis, der ist echt heiß. Okay. Boah, ich weiß jetzt nicht, wie viele Quests hier noch übrig sind. Ne? Der Schleim. Da ist ja auch noch eine Quest, Mann. So, das hier ist das mit dem Ding, ne? Mit dem. Boah, am Schleier auch noch eine Quest. Ist egal, machen wir. Wir gehen heute noch alle durch. Ich bin jetzt schon wieder 2 Stunden hier am Sitzen gleich, aber mit diesem Part hier schon, mit dem Nebenquest, ne? Davor habe ich auch schon 1 Stunde aufgenommen. Noch vor ein paar Tagen haben sie Geister. Aber machen wir das, ne? Wir alle hinter uns haben. Was ich da gesagt habe. Hey, jetzt die Madame mit den breiten Schultern. Clive, was soll ich nur tun? Mich um Hilfe fragen wahrscheinlich. Wir haben vielleicht bald kein Zuhause mehr. Ist was passiert? Der Kardinaldekan hat in seiner unendlichen Weisheit beschlossen, ab sofort hier in Nordstedt zu residieren. Der Kardinaldekan? Vorsitzender des Rates der Ältesten und damit Inhaber des zweitmächtigsten Amtes in der Regierung. Wenn diese noch existieren würde. Daher benutzt er jetzt seinen Adelstitel Herzog von Oriflam. Und was will er in Nordstedt? Er will unsere Stadt in einen Militärstützpunkt umwandeln. Und krass. So den Grundstein für ein neues Sanbreck legen. Er hat sich bereits die Unterstützung der verbliebenen Armee gesichert, welche in seinem neuen Reich dann natürlich an erster Stelle stehen soll. Bezahlt mit konfisziertem Besitz des Volkes. Er will die Bevölkerung dafür enteignen? Glaub mir, ich habe alles getan, was in meiner Macht steht, um ihn davon abzuhalten. Was ich auch sage, er will nicht auf mich hören. Was ist mit Hauptmann Philipp?
Als Nordstedt angegriffen wurde, hat er die Soldaten angeführt. Könnte er nicht irgendwas tun? Wie? Er kann sich nicht gegen den mächtigsten Mann in Sandbreck auflehnen. Schließlich hat der Herzog versprochen, das Reich zu erneuern, dem die Soldaten Treue geschworen haben, und ihre Stellung darin zu verbessern. Philipp kann ihnen höchstens geregelte Mahlzeiten und gelegentliche Besuche im Schleier anbieten, um dem Alltag kurz zu entfliehen. Der Herzog bietet ihnen die Aussicht auf Stärke und Sicherheit. Nein, jeder Versuch einer Revolte würde ihn die Treue seiner Männer kosten, wenn nicht sogar sein Leben. Aber angesichts der Stimmung hier ist eine Revolte vielleicht nicht mehr abwendbar. Die Menschen sind nicht bereit, noch mehr Opfer zu bringen. Vor allem, wenn diese dann nur andere nützen würden. Komm zum Punkt, ich soll dir helfen. Clive, würdest du für mich mit dem Herzog sprechen? Du hast viel für Nordstedt getan. Die Soldaten respektieren dich sehr und werden dich mit Sicherheit zu ihm lassen. Und anders als Philipp, halten dich keine Eide davon ab, ihm ehrlich deine Meinung zu sagen. Und? Versuchst du es? Noch schlimmer kannst du es ohnehin nicht machen. Oh mein Gott, ich mach ja schon. Oh mein Gott, Mann! Ich werde es versuchen. Boah! Also gut. Wo finde ich diesen Herzog? In der Garnison? Ja, er inspiziert dort die Truppen. Na dann, wünsch mir Glück. Boah. Eventuell bin ich dem Herzog doch schon einmal begegnet. Damals zur Feier des Bündnisses. Sagt mir das was? Nein, tut es nicht. Boah, ist schwer falsch. Ich werde ihn wahrscheinlich sofort wieder erkennen, wenn ich den sehe. Ne? Pass auf. Die beiden Typen, die ich letztens verprügelt habe. Also letztens vor 20, 30 Parts, aber. So, wer will hier auf die Nuss? Oh, entschuldige. Du gehörst zu Madame, oder? Willst du zu Hauptmann Philipp? Eigentlich zum Herzog. Ich hoffe auf ein Gespräch mit ihm. Wir dürfen keine Zivilisten zu ihm lassen. Aber in deinem Fall, seine Eminenz weiß über dich und deine Heldentaten Bescheid. Warte hier. Ich frage nach. Jemand ist eine super freundliche und angenehme Person, ne? So wie jeder andere Anlieger, ne? Ach, du hast also die Garnison so tatkräftig unterstützt. Das reicht. Oh, vielleicht sogar echt. Und ich werde mich erkenntlich zeigen. Sag mir, erhoffst du dir Reichtum oder einen Gefallen? Keines von beidem. Ich wollte mich lediglich nach eurem Plan für Nordstedts Zukunft erkundigen. Oh, verstehe. Du sorgst dich, dass eine vergrößerte Garnison deine Dienste obsolet machen könnte. Sei ganz beruhigt. Ein so kampferfahrener Mann, wie du es bist, hat hier immer einen Platz. Einen Ehrenplatz sogar. Viel zu lange wurde der Beitrag des einfachen Soldaten zu wenig gewürdigt. Aber nicht mehr, denn sie sind es, die das Reich wieder auferstehen lassen werden, und zwar gleich hier in Nordstedt. Warum gerade hier? Die Stadt ist glücklicherweise von den Vorkommnissen in letzter Zeit weitgehend verschont geblieben. Sie hat starke Mauern und eine gut ausgerüstete Garnison. Und das kann man von Oriflam und Ichasia nicht behaupten. Das Reich braucht eine Hauptstadt und ich halte Nordstedt für die beste Option. Mit Kaer-Nouvent als Zitadelle. Sobald wir die Verteidigungsanlagen von Stadt und Burg ausgebaut haben, müssen wir nur noch eine Mauer um beide ziehen und schon haben wir eine formidable neue Hauptstadt geschaffen. Pläne für den Bau sind bereits in Auftrag gegeben. Dann werden auch diese leidigen Wesen lernen, dass sie der Macht von Sandbreck nicht gewachsen sind. Ich fürchte, ihr unterschätzt diese Kreaturen, eure Eminenz.
kommen sie in großer Zahl, werdet ihr alle Einwohner Nordstedts zur Verteidigung brauchen. Aber werden sie euch auch helfen, wenn man sie vorher ihrer Habe beraubt hat? Die Menschen werden tun, wie von ihrem Herrscher befohlen. Um San Bruno aufzubauen, brauchen wir eine funktionierende Regierung. Und zwar mit unzweifelhafter Autorität. Und genau deshalb sind diese Abgaben unvermeidlich. So kann jeder, der in die Armee einzutreten wünscht, gut versorgt, ausgestattet und auch so bezahlt werden, wie es ein Verteidiger des Reichs verdient. Und doch gibt es Menschen, die beharrlich die bösartige Lüge verbreiten, ich wolle vom gemeinen Volk stehlen und ihm die Häuser wegnehmen. Ich denke, sie haben einfach Angst, noch mehr zu verlieren. Ganz genau. Die Menschen haben immer weniger und du willst ihnen noch das Letzte nehmen. Okay, wer bist du? Damit säst du die Saat deines neuen Reichs in bereits toter Erde. Sabine, darüber haben wir doch schon? Ja, und wie schon gesagt, das Reich über seine Bürger zu stellen, führt nur zu einer Revolte. Ohne ein Reich gibt es gar keine Bürger. Und in deinem wird es nur Bettler geben. Das kann Gwieger doch nicht für ihre Menschen wollen. Das ist Gotteslästerung, Sabine. Ich komme später nochmal. Okay. Eine Bürgerrevolte. Was denken die Menschen wohl wirklich über den Plan? Ich sollte sie am besten selbst fragen. Mal sehen, was man jenseits der Mauer davon hält. Der Schleier wird sich um euch. Oh Gott, der wird hier noch eine lange Zeit dauern, ne? Oh, eine Quest muss ich nur noch abgeben, da muss ich noch ein Echo hier finden, ne? Und diese Quest muss ich hier noch abschließen, also so lange wird er jetzt auch nicht mehr dauern, ne? Nehme ich an. Noch vor ein paar Tagen haben sich Geister. Ja. Hey, was geht? An irgendwas interessiert? Eigentlich nur an deiner Meinung. Was hältst du vom Herzog von Oriflam? Ach, der. Nicht viel. Wie alle Händler hier. Wegen Aufschneidern wie ihm ist der Markt doch überhaupt auf dieser Seite der Mauer. Nicht, dass das Gesindel näher an ihre kostbare Hauptstadt kommt. Und jetzt will er uns ganz loswerden, indem er droht, uns alles wegzunehmen, wenn wir nicht verschwinden. Sollte Madame ihn doch bald davonjagen wollen, steht bei mir schon der Teereimer bereit. Okay. Klingt sehr nach einer Revolte dann. Cool. Angeblich hat eine Esper für Madame die Aue von diesen Monstern befreit. Okay. Eine Frage. Die reden über mich. Was hältst du von diesem Herzog? Kopf ab. Ach, hör bloß auf. Da baust du dir was auf und dann kommt auf einmal so ein dahergelaufener Adliger und will, dass du ihm einfach alles in den Rachen stopfst. Wenn er denkt, sein Name und sein Rang gäben ihm das Recht, uns die Gill aus den Taschen zu ziehen, wird er sich noch wundern. Dieser Kerl wird uns Nordstedt nicht wegnehmen. Auf keinen Fall. Ja. Klingt nicht so gut. Meine Güte, meine Teppiche. Ich höre in letzter Zeit viel über diesen Herzog. Nichts Gutes, schätze ich. Läuft hier herum. Wir haben einfach nur mit den genau gleich falschen drei Leuten geredet, ne? Das ist ihre Stadt, nicht seine. Sie sollte also hier das Sagen haben? Meiner Meinung nach hat sie das sowieso. Unser lieber Herzog kann gern nach Oriflam verschwinden. Die Einwohner sind sich einig. Und die Soldaten. Alle drei. Oh, jetzt muss ich auch noch mit Soldaten reden, ne? Das ist natürlich sehr. Überhaupt nicht völlig. Hey, was haltet ihr von eurem Herrscher, ne? Nur so nebenbei. Hey, was geht, na? Entschuldigung, hast du einen Moment Zeit? Ich wüsste gerne deine Meinung zum Herzog von Oriflam. Nun, viele Freunde hat er sich hier bisher nicht gemacht. Aber
sieh dich doch um. Jeder weiß, dass das Reich am Boden liegt. Und wenn sich die Händler jetzt vom Herzog ausgepresst fühlen, hätten sie eben schon vorher freiwillig ein paar mehr Geld beisteuern sollen, damit es nicht so weit kommt. Der Herzog sagt, das Reich wieder aufzubauen ist der beste Weg, uns... Aber ich dachte, ich soll mit Soldaten reden. Auch recht. Dafür müssen eben die Leute den Mund halten, die nicht mal wissen, an welchem Ende man ein Schwert anfasst. Tja, das Leben ist hart. Hier, Mann, ich wusste, dass er ein Soldat ist. Er steht auch irgendwie nur so, ich soll mit den Leuten in den Mauern reden, ne? Er hat doch gerade gesagt, oh, was denken denn die Soldaten? Ja, was hältst du von deinem Herrscher? Ich. Du hast doch mit dem Herzog gesprochen. Im Namen der Madame, ja. Ich wollte ihn davor warnen, das Volk gegen sich aufzubringen. Aber ich war wohl wenig überzeugend. Was hältst du von der Sache? Ich bin nur ein Soldat. Er gibt mir die Befehle, nicht umgekehrt. Ich respektiere Madame wirklich sehr. Aber ich muss an meine Familie denken. Sie ist das, was für mich zählt. Nicht die Stadt oder das Reich, sondern meine Frau und Kinder. Wenn der Herzog uns genügend Männer und Ausrüstung für den Kampf gegen diese blauen Bastarde besorgen kann, ist blauen Bastarde. Das macht. Mein Gott. Halt ich von meinen Kollegen fern. Ja, was geht? Anscheinend will der Herzog von Oriflam diese Stadt zu einer Art Festung machen. Was hältst du denn davon? Da habe ich keine Meinung. Ich weiß nur, dass der Herzog uns Befehle gegeben hat und die sind für mich Gesetz. Klar, niemand mag diese ganzen Abgaben, aber Imperien kosten eben. Und wenn es Sanbrek erstmal wieder gut geht, haben wir alle was davon. Okay, ziemlich gespalten, ja. Mal sehen, was Philipp davon hält. Aber was hält Otto davon? Sollten wir nicht Otto lieber fragen, was er von dieser ganzen Sache hält? Wieso sagt eigentlich kein Charakter in diesem Spiel, wenn Otto nicht auf dem Screen ist, hey, wo ist Otto? Weiß nicht, warum ich auf den so rumhacke. Warum ist die Musik jetzt hier so angenehm? Hast du kurz Zeit? Hier war doch immer diese Science-Fiction-Musik, ne? Wie so. Danke für neulich. Was gibt's diesmal? Ich wollte mit dir über den Herzog sprechen. Bist du mit seinem Plan einverstanden? Ich muss gestehen, ich bin mir nicht sicher. Als Hauptmann der kaiserlichen Armee bin ich verpflichtet, seinen Befehlen zu folgen. Aber diesmal habe ich Zweifel. Philipp, du hast doch gesagt, du bist Soldat geworden, um deine Liebsten zu schützen. Einschließlich Madame. Das stimmt, habe ich. Nun, sie hält den Plan auch nicht für richtig. Er würde Nordstedt ruinieren. Sie hat vermutlich recht. Danke, Clive. Ich weiß, was ich tun muss. Ich werde die Menschen beschützen, die ich liebe. Wie, ist egal. Gut, die Pflicht ruft. Ich muss gehen. Nochmal danke. Okay. Wenigstens scheint er das Richtige tun zu wollen. Mehr habe ich leider nicht für Isabel, aber besser als nichts. Komm, was machen wir jetzt mit den Informationen? Kann ich selber entscheiden, was hier los ist? Glaube ich nicht, ne? Ambrosia hilft mir hier nicht. Was denkt denn Ambrosia von dieser Situation? Clive, hattest du Erfolg? Konntest du mit dem Herzog sprechen? Und das ist halt auch so eine Quest, die irgendwann später fortgesetzt wird. Das Schicksal von Nordstedt ist also besiegelt. Nun, zumindest werden wir diese Wesen besser abwehren können. Das ist unbestreitbar.
Aber ich glaube nicht, dass es all die Menschen tröstet, die ihre Habe verlieren werden, um das alles zu bezahlen. Sie verdienen es, gehört zu werden. Sie verdienen eine Stimme im neuen Reich. Mein Gott, in jedem anderen Gebiet hier haben Leute Probleme, mit diesen Viechern zu kämpfen, ne? Wiederherstellung der staatlichen Autorität. Und hier meckern die rum, ich befürchte, sind sie kaum mehr als Bauernopfer auf einem Schachbrett. Verständlicherweise möchten sie da nicht mitmachen, sondern ihr Schicksal lieber in deine Hände legen. Die Soldaten hingegen befolgen einfach seine Befehle. Und nicht nur wegen seines Ranges, sondern wegen seiner Vision. Das dachte ich mir. Hätte ich ihm Treue geschworen, würde ich wohl auch nichts mehr wollen als die Wiedergeburt des Reichs. Danke. Manchmal, der eine hatte nur gesagt, der tut für seine Familie eben viel, aber will seine Familie beschützen. Ich bin nicht so sicher. Warum bist du nicht in Uniform? Die habe ich nicht mehr. Ich habe den Dienst quittiert. Ich habe den Jungs alles Gute gewünscht und ihnen gesagt, dass ich jetzt andere Pflichten habe. Warum? Weil mir jetzt klar ist, was wirklich zählt. Nicht einfach stumpf irgendwelchen Befehlen zu gehorchen, sondern zu schützen, was ich liebe. Nordstedt zu schützen. Ich habe keine Ahnung, wann diese Monster zurückkommen. Aber irgendwann werden sie das sicher. Und wenn sie dann kommen, müssen wir bereit sein. Und zusammenhalten. Wir alle. Wenn ihr uns anführt, Milady, werden wir es schaffen. Diesen Entschluss verdanke ich dir, Clive. Es ist sinnlos, Befehle zu befolgen, an denen man zweifelt. Das stimmt. Zusammenhalt. Zwischen uns allen. Das war schon immer Nordstedts einzige Chance. Und noch können wir die Menschen hier einigen. Wir müssen uns nur auf den wahren Feind konzentrieren. Danke, Philipp. Jetzt sehe auch ich klarer. Zu euren Diensten, Milady. Wo wir gerade von Zusammenhalt sprechen, könnte ich vielleicht ein paar Jungs vom Schleier leihen, damit sie ein Auge auf die Stadt haben? Ich fürchte, seine Eminenz dürfte wichtigere Aufgaben für die Wache haben. Aber gern. Jederzeit. Darauf komme ich zurück. Vielleicht gibt es doch noch Hoffnung für uns, solange wir Leute wie dich und Philipp auf unserer Seite haben. Ich werde weiterhin mein Glück beim Herzog versuchen. Vielleicht kann ich ihn entgegen aller Wahrscheinlichkeit doch noch überzeugen. Aber ich vermute, ich werde dich schon bald wieder brauchen. Bis dahin, Clive. Bis dann. Okay. So, dann haben wir noch diese Quest hier. Eine Sphäre und da müssen wir hier Boschledon die Mission abgeben. Und dann weiß ich nicht, ob hier noch eine irgendwie übrig ist oder so. Nein, ich will rauszoomen. Nein, nee, geht nicht. Hier ist auch noch eine. Verdammt. Verdammt. Ein paar lange Parts. Ja, ich bin schon jetzt hier 2 Stunden am Sitzen. Okay. Ich werde aber hinter mich bringen, ja. Boah, wollte schon sagen, wenn du da nicht rüberspringst, ne? Und ich bin wieder voll geil. Ah, ne, weil ich mal hochgelevelt habe, ne? Vorhin. Ja. Okay, machen wir das noch, dann nehmen wir noch die andere Quest anscheinend, ne, und dann sind wir auch nicht fertig. Dann haben wir eine sehr questintensiven 2 Parts hier hinter uns. Dann geht's wieder weiter mit der Story beim nächsten Mal, ne? Freue ich mich schon drauf. Ja, schon sagen, was hat der denn da gemacht? Hat den Boden gescannt.
So, hier muss ich wieder ein paar Gegner erledigen, ne? Mal ja. Da. Aber anreihen, boom, boom. Zack. Eis. Prasseln nieder. Und da bin ich ausgewichen durch so einen Ausweichschritt. Bonk. Oh, das ist eine Truhe, sehe ich gerade. Wo ist das? Haha. Okay. Oh, ich dachte erst, ich habe was Cooles bekommen, als sich das so angehört hat. Drei Sphären. Da wird der Wein richtig ausflippen. Wir werden Salto vorwärts machen. So, aber da muss ich noch. Ach, der Lian, da war dieser Posten, ne? Also ein Lianes Symbol auf der Karte gesehen, aber das war Swarok, ne? Dieser Boss, dieser Drache. Na gut, dann machen wir die Mission auch noch. Bocklad. Boah. Sehr intensiv hier heute. Was ist denn los? Bei den Torwachen ist völlige Panikstimmung. Was ist denn hier schon wieder los? Bist du mein jüngeres Ich? Ja. Die Verhandlungen mit dem dalmekischen Heer gehen gut voran. Lass mal kurz einen Schluck trinken hier. Voll warm. Unser Kamerad in Randela hat uns benachrichtigt, dass der Vertrag eigentlich nur noch unterzeichnet werden muss. Aber es wird ein wirklich unheimliches Unterfangen werden, so viele Träger unterzubringen. Könntest du mir nochmal helfen? Natürlich. Gibt es noch mehr wilde Bestien zu erlegen? Diesmal nicht. Du sollst nur rüber zur Karawane gehen und Elf fragen, wann die Träger ankommen. Ich bin mir ziemlich sicher, sonst wird nichts passieren, ne? Nach Kaschlok zu bringen. Das ist alles? Gut, ich frage sie. Danke, Clive. Das hilft mir sehr. Denke ich mal. So, boah. Genau hier wieder. Mach dir keine Vorwürfe. Du trägst keine Schuld. Hörst du? Ich weiß, aber... Nein, ohne Wenn und Aber. Jedes Mal, wenn wir auf sie losgehen, redet sie mit jemandem. Was ist passiert? Vonnie hat mir eine Nachricht von unserem Mittelsmann gebracht. Unser Handel mit den Dalmekern ist geplatzt. Sie haben sich stattdessen mit dem Silberhut-Konsortium geeinigt. Dabei hatten wir ein extra hohes Angebot für die Träger gemacht, um potenzielle Käufer abzuschrecken. Aber dann hat das Konsortium das Doppelte geboten und das Heer hat sofort angenommen. Und ihr hattet keine Gelegenheit für ein Gegenangebot? Leider nicht. Dabei hatten wir es schon fast geschafft. El, was ist passiert? Ich habe Vonnie weggehen sehen. Sie wirkte niedergeschlagen. Aus gutem Grund. Waren wir nicht die Einzigen, die mit dem Heer über die Träger verhandelt haben? Wie konnte das Konsortium davon wissen? Das Konsortium weiß alles. Sie haben ihre Ohren in der ganzen Republik. Aber es ist noch nicht vorbei. Irgendwann müssen sie die Träger weiterverkaufen. Und für den Preis, den sie bezahlt haben, werden sie kaum Käufer finden. Also habe ich ein Treffen mit ihnen vereinbart. Verstanden. Dann komme ich auch. Das würde es für mich sicherer machen. Ja, der Abzuschnetzel. Wir treffen uns in der Nähe der Tore von Randela. Ich schicke dem Konsortium ein Stolas. Geh du nach Kaschlok, Theo, und bereite alles vor. Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Selbst wenn wir diese Träger nicht retten können, gibt es noch andere. Jemand muss sich um das Dorf kümmern und wilde Tiere fernhalten. Oh, und ich habe wohl nichts zu sagen. Gut, dann führe ich wohl ihre Befehle aus, bis sie zurückkommt. Das Silberhut-Konsortium. Es hat unseren Plan einfach so zunichte gemacht. Jetzt schließt sie sich ihnen sicher nicht an.
Sie hat ja selbst gesagt, dass sie Pläne für Kaschlok hat, auch wenn sie diesen Handel nicht retten kann. Also bleibt sie bei uns. Ich gebe zu, dass mich das freut, aber ist das wirklich, was sie will? Das ist ihre Entscheidung. Ich und meine ständigen Zweifel. Du hast recht. Ich sollte ihr vertrauen. Und wenn El sich entschlossen hat zu kämpfen, dann muss ich das auch. Besser, ich mache mich auf den Weg. Bis später, mein Freund. Ich und meine Männer gehen nach Kaschlok. Wir sorgen dafür, dass dort alles vorbereitet ist. Sieh bitte zu, dass meine Schwester es sich mit dem Konsortium nicht verscherzt. Wenn sie sich nicht um ihre Zukunft schert, müssen wir es tun. Die beißt jemanden in den Kopf ab. Wenn sie jemand bin ich. Also gut. Auf nach Randella. Dieser Name ist witzig. Randella. Also, boah, war ja nicht mal ein. Wieder. Sollte Eloise nicht allein lassen. Schon wieder so weit entfernt, ne? Oh Gott. Zählt sich gerade so ein bisschen, bin ich ganz ehrlich. Weiß nicht, was ich hier noch so sagen soll. Ich sitze hier schon wieder kombinierte 3 Stunden, ne? So lange wollte ich eigentlich gar nicht aufnehmen. Wann dürfen wir denn endlich durch? Erst habe ich diese einstündigen Part gemacht hier mit der Schiffsfahrt und so, ne? Aber lustig, und jetzt renne ich wieder von einem Ort zum anderen, und ja, da zieht sich gerade ein bisschen. Ich habe nicht gedacht, dass hier so viele Quests gerade sind, aber dann haben wir die auch mal hinter uns, ne? So, wir sind hier durch mit allem, ne? Ich muss aber meinen Trophäen nachschauen. Ja, das ist ja einfach mal die ganze Zeit vorläufst, Torgeil. Nämlich einfach nur einholen willst, um mich einholen zu wollen. Das ist aber mein Trophäen nachgucken. Da gibt es auch irgendwie so Trophäen mit, oh, erledige alle Quests und was weiß ich nicht alles. Ne? Und da gibt es immer so eine Prozentzahl, die einen anzeigt, wie weit man schon ist. Ne? Ich frage mich wieder, aber funktioniert, wenn man irgendwie, weil ich einen zweiten Spielstand oder so macht. Ne? Weil ich habe so das Gefühl, das wäre da ein bisschen verwirrend. Ne? Jetzt nehmen wir mal an, ich mache nur einen Spielstand, ne? Ich mache nur diesen Spielstand. Ich habe irgendwie nur die Hälfte der Quests gemacht, ne? Dann mache ich einen zweiten Spielstand, dann ist das die ganze Zeit auf 50% oder was? Ich verstehe das nicht. Ist auch voll verwirrend dann. Um die Träger, die ihr dem Heer vor kurzem abgekauft habt. Wir hatten schon alles Notwendige für die Übergabe arrangiert. Und dann musstet ihr alles zunichte machen. Ihr seid im Irrtum. Das Konsortium hatte von Anfang an Interesse an einem Kauf. Aus Rücksicht vor euch sahen wir zunächst davon ab. Aber euer Widerwille, euch uns anzuschließen, hat uns gezeigt, dass der Respekt einseitig war. Deshalb machten wir unseren Zug. Was ihr Widerwillen nennt, war lediglich mein Wunsch, so eine wichtige Entscheidung gründlich überdenken zu dürfen. Aber das hat sich nun erledigt. Also sagt, wie viel wollt ihr für die Träger haben? Und wieder meldet ihr euch zu spät bei uns. Ohne Aussicht auf einen Weiterverkauf hätten wir solch ungewöhnliche Ware niemals erstanden. Ein Käufer ist natürlich längst gefunden. Und wer ist er? Ein Händler aus Übersee. Ein eher lästiger Kunde, falls euch das tröstet. Auf sein Geheiß mussten wir die Träger versorgen und sogar jedem eine Pritsche für die Überfahrt bereitstellen. Das hat man von Geschäften mit fremden Händlern. Ach ja. Oh ja, dort herrschen andere Gepflogenheiten als hier bei uns. Dort zahlt man Unsummen für Träger, die noch arbeiten können, und behandelt sie wie Könige. Aber das kann uns egal sein. Ja, ich bezweifle das. Ungewohnt. Aber gut, wenn die Träger schon auf See sind, lässt sich wohl nichts mehr machen. Mein Interesse hat sich damit erledigt. Und zwar auch mein Interesse, mich euch anzuschließen. Ich bedauere zutiefst, das zu hören. Schlachte sie ab. Pff. Nein, okay. Tut mir leid, dass du sie nicht retten konntest. Ja, mir auch. Aber ich bin selbst daran schuld. Klingt so, als wäre wieder eine Quest, die ich irgendwann mal abschließen muss. Das Silberhut-Konsortium wollte die Träger schon vor mir kaufen. Ihr Repräsentant hat mir davon erzählt, als er mich anwerben wollte.
Also habe ich so getan, als hätte ich Interesse, mich ihnen anzuschließen, damit er mir mehr erzählt, was er da noch tat. Und dann habe ich schnell selbst ein Gebot nach Randela geschickt. Also wolltest du gar nicht? Nein, ich hatte nie vor, mich dem Konsortium anzuschließen. Mir ging es nur um die Träger. Ich hätte wissen müssen, dass sie das durchschauen. Das sind schließlich keine Amateure. Louise. Schon gut. Ich habe es immerhin versucht. Und wenigstens werden die Träger gut behandelt, wenn das keine Lüge war. Aber sie hätten mehr verdient. Ich wollte, dass sie ihre Freiheit bekommen. Eloise! Eloise! Ey, was ist schiefgelaufen? Das Dorf wird angegriffen. Boah. Eine Horde Bestien ist aus den Bergen gekommen. Und es ist sogar ein Drache dabei. Den kümmere ich mich. Die anderen versuchen, das Dorf zu verteidigen. Aber es sieht schlecht aus. Sie brauchen Hilfe. Und zwar schnell. Ich gehe wieder. Ich gehe vor. Danke, Clive. Ich hole Verstärkung und komme dann nach. Ich... Bitte, rette Theo. Theo ist tot. Theodor. So, wo ist denn er? Ich nehme mal eine Abkürzung. Oh Gott, ist jetzt da oben oder unten? Na ja, gute Frage, ist das jetzt hier oben oder unten? Das ist unten, ne? Ja, also sieht auch unten aus. Ist unten. Es ist unten, Leute, keine Panik. Okay. Also kommen wir hier doch. Kommt ihr dort nur so ein kleiner Kampf oder so? Hey yo, wie geht's deiner Schwester? Ja, dieses Dorf, genau, hier sind die Träger. Okay. Ich habe gehört, hier gibt es einen Drachen. Nein, wartet. Er ist noch irgendwo hier. Bei den acht. Er wollte den Drachen vom Dorf weglocken, aber er ist direkt in eine Ätherflut gerannt. Wir können nur beten, dass er das Heil übersteht. Ich kann mehr tun als das. Torgal, komm mit. Okay. Nein, ich kann ihn nicht reiten. Warte mal, ist das hier richtig? Ja. Da war doch mal ein Drachen, ne? Gegen den habe ich doch schon mal gekämpft. Boah. Da ist er noch weit weg. Immer so ein Weg. Ja, ich nehme mal das Clives Stimme, ne? Ja. Jetzt kann ich hier reiten. Bowser, danke. Aus dem Weg. Ist ja der eine Boss, der auf Level 50 ist. Verdammt, der Äther hier hat alles akasisch gemacht. Komm mal her. Ich hoffe, ich treffe die Gegner um mich herum, ne? Oh, kaltblütig. Keine Ahnung. Ich nehme an, 20 Gegner auf einmal treffen oder irgendwie sowas, ne? Wie so was in der Art. Mir wurde ein Drache versprochen, ne? Wo ist der? Bringt ihn zu mir. Ich muss Theodor finden, bevor der Drache es tut. Oder ich muss den Drachen finden. Anscheinend hat er mich gefunden. Ja, ist der Herrensuge. Wie
die ganzen Bosse hier in diesen Nebenquests, die sind aber, werden aber auch ganz schön härter, ne? Oha. Schieß mal einfach mal so, schieß ja direkt hier rein in die Mitte. Nein. Ah, das meinte mich. Fucking Gesicht, ey. Komm her. Zack. Und zack. Das wäre Licht. Das, was du sagen wolltest, Clive. Angefangen. Oh. Ah. Ah. Damn. Entschuldige. Er hat eine Menge Schaden gemacht. Alter. Warum hat Torgal überhaupt seine Superform bekommen, wenn er die irgendwie nie einsetzt? Hier reg ich ab. Au! Ashiba trifft dich die ganze Zeit, ne? Ich bin down. Ich glaube nicht. Mal genau ins Gesicht. Oh mein Gott, ich sehe nichts. Boah. Ich habe sich einen Drachen erledigt. Erlegt, was auch immer. Okay, eine Goblin-Münze. Schwer, wenn ich direkt schon das Schwert hätte. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Oh nein. Wir müssen dich hier rausbringen. Dafür ist es schon ein kleines bisschen zu spät. Fürchte ich. Selbst ein Träger hält so viel Äther auf Dauer nicht aus. Und der Drache wollte mich einfach nicht gehen lassen. Ich danke dir, Clive. Du hast dieses Dorf gerettet. Und damit Els Traum? Ja. Ah, sie soll jetzt bis mit denen auch noch erledigen dann, ne? Du darfst hier nicht rein!
beschütze meine Schwester. Theodor. Nein. Leb wohl. Einige Zeit später. Danke, Clive. Es geht schon. Theodor hat wahren Mut gezeigt. Er hat sich für das Dorf geopfert. Für ihn zählte nur, dass der Drache stirbt. Er hat immer erst an die Sicherheit anderer gedacht. Und nun ist er tot. Weil ich ihn dorthin geschickt habe. Gegen seinen Willen. Nicht gegen seinen Willen. Er wollte dir unbedingt beweisen, dass er auf eigenen Beinen stehen kann. Damit du endlich dein eigenes Leben leben kannst. Mein eigenes Leben? Wieso hat er meine Entscheidung nie akzeptieren können? Welche Entscheidung? Theodor war der erste Träger, den du gerettet hast, oder? Wir sind in Canva aufgewachsen. In einem der großen Handelshäuser. Mein Vater wollte, dass ich den Betrieb weiterführe. Ich hatte nämlich seinen Sinn für Zahlen geerbt. Theo? Er nicht. Während ich drin Bücher über Handelsstrategien wälzte, war er draußen und spielte Soldat. Er war ein Spätzünder, in mehr als einer Hinsicht. Denn anders als bei den meisten Trägern dauerte es 15 Jahre, bis seine Kräfte erwachten. Meine Eltern konnten ihn gar nicht schnell genug loswerden und wollten die Vorsteher rufen. Aber ich war schneller. Ich nahm Theo und lief mit ihm davon. Theo hat dich bewundert. Für deine Stärke und dafür, wie unermüdlich du für die Freiheit von Trägern kämpfst. Aber er hat mir auch erzählt, dass er sich mehr für dich wünscht. Er wollte dich endlich von deinen Fesseln befreien, damit du glücklich wirst. Natürlich habe ich mich selbst manchmal gefragt, was hätte sein können. Mein Leben wäre so viel leichter gewesen, wenn sie ihn damals einfach mitgenommen hätten. Ich hätte das Geschäft geerbt, wie mein Vater es wollte. Aber ich habe meine Entscheidung niemals bereut. Mein Bruder bei mir zu haben, bedeutete mir mehr als Tradition oder Ansehen. Ich musste ihn nur anschauen, um mich daran zu erinnern, was ihn erwartet hätte. Und zu wissen, dass ich immer wieder dieselbe Entscheidung treffen würde. Er war mir nie eine Last. Nicht einen Moment. Wenn überhaupt, war ich es, die ihn immer zurückgehalten hat. Das hast du nicht. Das hat er selbst gesagt. Er war dir immer dankbar dafür, dass du ihn gerettet hast. Und deshalb wollte er dich gehen lassen, wenn auch schweren Herzens. Ihr beide wart einander keine Last, sondern eine Stütze. Ihr habt einfach nur gemeinsam dafür gekämpft, dass keiner den anderen verliert. Und zwar bis zuletzt. Das stimmt. Mehr wollte ich nie. Er war doch mein Bruder. Ich wollte, dass wir zusammenbleiben. Oh, Theo. Warum musstest du? Oh.
Ich habe jetzt gedacht, jetzt taucht hier so auf, so Auftrag abgeschlossen. Okay. Ja. Ich weiß, dass Theo etwas anderes für mich wollte. Ihr seid nicht für alles hier ein Happy End anscheinend, ne? Kämpfe weiter. Wir verändern hier etwas. Helfen Menschen. Retten sie. Etwas anderes will ich im Leben gar nicht tun. Also führe ich fort, was wir angefangen haben. Damit Waren, Leute und auch Träger da ankommen, wo sie hingehören. Ich möchte Menschen weiter glücklich machen. So wie bisher. Auch Theo. Wo immer er jetzt ist. Das ist das Leben, das ich gewählt habe. Und ich bereue nichts. Das freut mich zu hören. Ich hoffe, du weißt, dass du auch in Zukunft immer auf mich zählen kannst. Danke, Clive. Kämpfen wir gemeinsam weiter. Für Theodor. Auftrag abgeschlossen. Heil schon um die Freiheit. Boah. Ja, okay, 5000. Ja, okay, wir haben gegen den großen Drachen gekämpft, ne? Federwirbel, den benutze ich doch gar nicht mehr. Und schon wieder ein Andenken. Na gut. Ich kann nicht alles hier in Happy End enden, ne? So, dann haben wir jetzt aber nur noch die Quest, die wir abgeben müssen. Oh. Sind 2,5 Stunden, die ich jetzt hier dran sitze. Dann 2 lange Parts. Ein neuer Brief ist eingetroffen. Wenn da eine Quest jetzt dann drin ist, ne, dann mache ich den Salto vorwärts. Oh, gut. Gehen wir erstmal den einen Typen hier ab, ne? Oh, guck mal. Das mal hier schon mal abgeben. Wie kann ich dir heute behilflich sein, Clive? Also sind wieder neue Belohnungen. Ja, sind wieder neue Belohnungen. Leuchtende Fackel, Fertigkeitspunkte, Eiererz. Bitte schön. 1965, ja, da kriege ich nicht genug. Genji-Handschuhe. Viel Glück da draußen, Sid. Genji-Klamotten. Das sind normalerweise immer einige der besten Ausrüstungsteile in Final Fantasy. So Genji-Ausrüstung, Genji-Helme, Rüstung. Was weiß ich nicht alles. Das ist bestimmt voll krass. Ach, ich bin schon wieder falsch. Wie heißt er? Also keine Segel. Jocelyn. Warum nicht Jocelyn oder so? Jocelyn. Oh, Sid. So schnell hatte ich nicht wieder mit dir gerechnet. Und? Hast du mir was mitgebracht? Ich habe ein paar Echos. Ja, natürlich. Echos. Echos. Ja. Echos. ich dreh durch. Naja, Clive hat ja gesagt, er dreht durch, ne? Der legt sich einfach nur mit den Dingern am Boden und rollt darum. Reibt sich so mit den Echos ein. Nun präsentiere ich dir den besten Hochofen, den du je gesehen hast. Sieht gut aus. Du warst mal wieder meine letzte Rettung. Aber mach mir mal ein paar Fritten darin. Ne? Ich nicht mit leeren Händen ausgehen. Ist schon gut, wirklich. Meine Tasche ist flexibel genug. Clive. Sag nicht sowas. Das gute Stück lässt sich sicher noch optimieren. Du könntest mir auch einfach eine größere kaufen. Wie sieht's denn mit der Schnalle aus? Ziemlich fest das Ding, oder? Wenn wir die lockern, dann würde mehr reinpassen. Und ich weiß auch schon wie. Mit meiner neuen Legierung nämlich. Dank des Telamon-Ofens kann ich sie endlich... Alter, gib mir einfach einen Rucksack. Diese Metallmischung ist schön stabil, aber... Na, Clive mit so einem Schulrucksack, ne? So neben dem Schwert passt das doch. Unglaublich, oder? Elastisches Metall? Gut, wenn du das sagst. Glaub mir einfach, das wird toll, versprochen. Da habe ich aber echt irgendwie so eine Änderung in seinem Charakter, sehe ich nimmer an, nicht, ne? Und? Was sagst du? Das ist wirklich unglaublich. Danke, Owain.
ich doch. Ich danke dir. Außerdem konnte ich so gleich die Legierung testen. Die können wir von nun an überall im Versteck benutzen. Ich weiß zwar noch nicht wozu, aber mir fällt schon was ein. Irgendwas, das den Leuten hier das Leben erleichtert. Und vielleicht sogar da draußen. Irgendwann erfährt die ganze Welt von den Wundern, die du ermöglicht hast. Und deine Tasche ist nur der Anfang, das sage ich dir. Die Menschen werden ihren Augen nicht trauen können. Legenden sagen, er hatte einen riesigen Rucksack. War schon wieder voll viele Erfahrungspunkte. Geräumiger Tankbeutel. Beispiel sagt mir wahrscheinlich jetzt, ne? Inventar maximal vergrößert. Habe ich schon letztes Mal gesagt. Okay, ich kann jetzt 8 Heiltränke, 5 Supertränke und Tonikas. Edle Tröpfchen. Oh. Okay, vielleicht ist mein Ding jetzt doch vollständig hochgeballert. Cool. Boah, der Weg ist so lang da, ne? Und Schnellreisepunkte in diesem Versteck. Ich sag's immer wieder. Das kann nicht sein. Doch. Okay. Also ich muss wieder in diesen einen Örtchen, um Tränke zu sammeln. Ich weiß nicht, wann die respawnen. Aber jedes Mal, wenn ich dahin gehe, ist da ein Trank ein Supertrank. Deshalb gehe ich immer dahin, um die wieder aufzufüllen. Aber ich vergesse das auch manchmal. So, ich habe gehört, hier gibt es ein Schwert. Wenn ich das Schwert die ganze Zeit schon hätte schmieden können, dann drehe ich durch. Hätte die Kämpfe vielleicht ein bisschen einfacher gemacht. Aber ich habe gerade wortwörtlich ein neues Schwert bekommen von Shiva. Von daher, ja, irgendwie Verschwendung. Oder schwachsinnig. Seine Ledertechnik. Oh, es kommt alles zusammen. Kommt der Stahl. Den schmelzen wir in den Kohlen, die Soltan dir damals überlassen hat. Als nächstes schärfen wir die Klinge mit unserem importierten Wetzstein aus Übersee. Oh. Aber warte mal. Kümmert sich der talentierte. Aber warte mal, geht mein Schwert da nicht kaputt bei meinen Schlagen? Der Führung des größten Schmieds aller Zeiten. Müssen wir das noch über die Bühne kriegen. Also, ich wäre soweit. Dann mal ab an den Blasebalg. Ja, ich mache wahrscheinlich aber erstmal die ganzen Sachen, ne? Oder auch nicht. Das ist das hier Dragon Slayer von Berserk. Kneif mich mal einer. Zu breit, zu groß, als dass man das schon ein Schwert nennen könnte. Oh. Oh. Das Schwert aller Ragnarok. Ragnarök. Ich bin schwarz. Oh. Und das gegen Odin. Ein Schwert gegen Odin. Wir benutzen ein Schwert. Danke. Mit dem Namen Ragnarok, um gegen Odin zu kämpfen. Ragnarok ist ja dieser nordische Krieg, wo die Götter aufeinander trafen, ne? Nein, wir haben hier nur die Lehren der alten Meister umgesetzt. Wenn wir Geschichte, das war das jüngste Gericht in der nordischen Mythologie, ne? Aber auch das kriegen wir noch hin. Hier. Eine Materialliste. Sultan und ich hatten auf dem Rückweg von Dravost eine Idee. Wir dachten, mit diesen Sachen da könnten wir ein Schwert schmieden, das Ragnarök übertrifft. Eine neue Legende. Ultima Omega. Ihr macht mich neugierig. Ich nehme die Liste mal an mich. Also ich kriege jetzt ein Schwert umsonst, jetzt kriege ich noch eine Rezeptliste für ein Schwert, das noch stärker ist. Legende die nächste. Wie wäre es mit einem Umtrunk? Aufsteller eine Freundschaftsbande, bevor ihr wieder an die Amboss rennt? Gute Idee. Ich habe mir schon lang kein Bier mehr gegönnt. Endlich gibt's hier mal was zu feiern. Zapf die Fässer an. Vulkans Jungs sind im Anmarsch. Okay, cool. Ich hätte die ganze Zeit ein besseres Schwert hier einsammeln können. Um gegen den Drachen zu kämpfen, hätte vielleicht die Sache viel einfacher gemacht. Gottverdämmerungsbauplan. Ragnarök. Ist das Ding jetzt stärker als die Waffe, die ich mir wortwörtlich gerade hergestellt habe?
von Shivas Eissplitter. So. Jetzt schon ausgerüstet. Eine goldene Waffe. Boah. Ein Tag von einem gewaltigen Kampf zwischen den Espern und beendet werden. Ja, Anspielung an Ragnarok. Das sieht auch krass aus, das Schwert. Boah. Ich meine, hier sieht man das jetzt nicht, aber. So, und dann zeigen wir mal, wie das Schwert aussieht, das ich herstellen kann. Ich hätte nie gedacht, dass ich je wieder mit Soltan rede. Wir haben uns so lange gehasst. Und das täten wir immer noch, wenn du nicht gewesen wärst. Du bist mir ein wahrer Freund, Clive. Der Beste. Der andere wäre dein bester Freund, der sich die ganze Zeit um dich sorgt. So, Götterverdämmerung. So, dafür brauche ich 3 Aurel Heilkomst, 2 Dunkelstall und primitives Jagdhorn. Wird das meine ultimative Waffe sein? Jetzt aber noch ein bisschen dauern, bis ich die Sachen habe, ne? Erstmal muss ich gucken, wie ich Aurel Heilkomst und so bekomme. Cool, na gut. So, dann haben wir hier auch endlich mal alles erledigt, ne? Neuer Brief bekommen und so, da gucke ich mir alles offscreen an, würde ich sagen. Guck mal, ach, was soll's. Wird aber keine Quest jetzt hier reingeschnuppert kommen, ne? Dann haben wir 2 etwas längere Parts, so 1,5 Stunden so ungefähr jeweils. 1 Stunde, 2 Minuten, 20 Minuten meine ich. Aber so, gucken wir mal hier. Okay. Zwei Schilde. Es sind immer noch eine Menge Sachen übrig hier, ne? Ja, es ist noch eine Menge, die wahrscheinlich hier kommt, ne? Ich würde sagen, für mich war es das für heute, ne? Wir sind mit allen Quests fertig, nehme ich an, ne? Selbst wenn wir jetzt noch welche übrig haben, ist mir egal. Mache ich beim nächsten Mal. Ich mache beim nächsten Mal Hauptstory weiter. Ja, gucken wir mal, wie es hier weitergeht, ne? Ich habe ein neues Schwert, ich habe ein größeres Täschchen. Von daher, ich bin im Moment zufrieden, ne? Nächste Folge geht es in der Story weiter. Unserem neuen Schwert. Und ja, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich voll freuen. Dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Tschüss, Sikowski.